Also einen herzlichen Dank für die nette Einführung und ich freue mich sehr, dass wir heute das Thema hier heute Abend intensiv diskutieren werden. Ich würde gerne drei Gedanken mit Ihnen teilen. Der erste Gedanke ist zu, warum Investitionsschutz generell, der zweite ist, warum in TTIP und der dritte ist, was muss passieren, um Investitionsschutz auch zu reformieren, weil es da schon auch Reformierungsbedarf letztendlich gibt. Also zu der ersten Frage, warum brauchen wir Investitionsschutz? Eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Studien zeigen, dass Investitionen zu Wachstum beitragen, Arbeitsplätze schaffen, Produktion schaffen und aber Investoren im Ausland auch eine ganze Reihe von Risiken treffen, zu denen Enteignung gehört, indirekte Enteignung, Diskriminierung, intransparentes, willkürliches Handeln seitens des Staates. Und in vielen Ländern, gerade in solchen mit schwacher Staatlichkeit, reicht eben der nationale Weg nicht aus, um die Investitionen zu schützen. Und da bieten Investitionsschutzabkommen eben eine ganze Reihe von Möglichkeiten, um die Investitionen zu schützen. Diese Investitionsabkommen werden zwischen zwei Staaten abgeschlossen, sind also völkerrechtliche Verträge und erlauben, wie wir gerade auch schon gehört haben, dass ein Investor einen Staat verklagen kann. Und zwar gegen eben unkompensierte Enteignung, das heißt, der Staat kann schon enteignen, er muss kompensieren dafür, gegen Diskriminierung und eben gegen Willkür. Das ist kein neues Instrument. Deutschland hat 136 von diesen Verträgen, übrigens sehr viel mehr als die USA. Und die EU-Staaten, die Mitgliedstaaten, nutzen dieses Instrument auch sehr intensiv in den letzten Jahren. Vielen, also wenn man sich die insgesamt Klagen anschaut vor internationalen Gerichtsstellen oder Schiedsstellen, dann entfallen 60% davon auf EU-Investoren und nur 7% auf US-Investoren. Ich sage das jetzt schon ganz deutlich, weil man immer häufig hört, die USA sind so klagewütig, das kann man in dem Fall eigentlich gar nicht sehen. Mein zweiter Gedanke zu warum in TTIP. Jetzt müssten Sie jetzt sich gedacht haben, ja, aber die USA haben einen Rechtsstaat und wir haben viele Investitionen mit denen, das funktioniert doch eigentlich ganz gut, warum brauchen wir dann trotzdem innerhalb von TTIP ein Investitionskapitel mit Investitionsschutz? Und dafür drei Argumente. Das erste ist, dass ein solches Abkommen einen Standard für die Zukunft schafft und dass es wichtig ist, hier die richtigen Standards zu etablieren. Das zweite ist, dass das die Gelegenheit schafft, bestimmte Reformen anzugehen, auch für Transparenz in solchen Verfahren zu sorgen und bestimmte Standards zu setzen. Und der dritte Grund ist, dass schon eine ganze Reihe von neuen EU-Mitgliedern solche Verträge mit den USA haben, die nicht sonderlich günstig sind, die kann man updaten und verbessern. Mein dritter Gedanke zum Reformbedarf, wenn man sich diese Verfahren anschaut, dann haben die einige Defizite. Das erste große Defizit ist, dass sie relativ intransparent sind. Und ich sage hier nicht, dass Geschäftsgeheimnisse offengelegt werden müssen, aber es geht nicht, weil sonst Unternehmen auch an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Aber es gibt natürlich größere Transparenzanforderungen, als sie bislang eingehalten werden. Es gibt keine Schutzklauseln, die garantieren, dass es keine sogenannten frivolous claims, also unseriöse Klagen gibt. Und es gibt bislang auch keine Schutzklauseln, die sicherstellen, dass zum Beispiel im öffentlichen Interesse für Umwelt, Gesundheit und so weiter reguliert werden kann. Und es ist eine ganze Reihe von Begrifflichkeiten unpräzise, wie beispielsweise indirekte Enteignung oder faire und angemessene Behandlung. Und das muss angegangen werden. Also diese Grundprinzipien müssen definiert werden, damit sie eben nicht Spielraum für Missbrauch geben. Es sollte für mehr Transparenz gesorgt werden und ich fände es nicht schlecht, wenn so eine Schutzklausel eingeführt werden würde. In dem Abkommen zwischen der EU mit Kanada, das gerade zu Ende verhandelt wird, gibt es so ein Investitionsabkommen und ich denke, das bewegt sich auch in die richtige Richtung, weil viele von diesen Reformen dort angegangen werden. Vielen Dank.